Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac mit mir, dem Mann, und wir legen auch so gleich los. Und zwar mit Kane. Wie letztes Mal schon, wir sind im Basement. Ist ja wunderbar. Und letztes Mal war ja das Problem, wir haben ein Herz pro Attacke abgezogen bekommen. Der Grund war mir nicht ganz klar. Das anarchistische Kochbuch kann man gebrauchen, werde ich direkt mal hier einsetzen. Oh ja, geil. Und das ist ja perfekt. Ich tippe darauf, dass es an einem Item lag, was wir hatten. Ein Trinket-Item. Würde es wohl gewesen sein, denke ich. Und ich fand das nicht ganz so cool. Fand ich eigentlich sogar recht schade. Weil der Run hat ja gar nicht so schlecht angefangen. Hier wären auch wieder Bomben nicht so schlecht. Ja, ebenfalls nicht. Oh, und da wurde ich auch schon mal mit Fliege getroffen. Nicht so cool. Hier unsere Flieg und Sieg. Ja, unsere Fliegenspucker. So. Das Wort, das ich die ganze Zeit gesucht habe, war Fliegenspucker. Willst du mich verkacken? Jo. Hier oder hier? Hier sind Bomben unberechenbar. Gut. Unberechenbar. Wir gehen nicht recht, einfach mal weiter. Gemini. Gemini ist ein guter Gegner. Es ist schwer gegen Gemini zu verlieren. Gemini ist einfach nur einer, der abzieht. Es ist auch eher der kleine, das kleine Übel, was macht. Das große ist eigentlich leicht auszuweichen. Oh, da gibt aber Gas hier. Der kleine. Der kleine, da gibt er Gas. Und ja, wir machen, denke ich mal, auch direkt schon Ende hier. Jetzt haben wir. Ah ja. Dann haben wir hier Squeezy. Da kriegt man so schöne hervorstehende Augen. Und zwei Soul Hearts. Ich habe keine Ahnung, ob die Soul Hearts. Was Squeezy überhaupt noch macht. Lass uns einfach mal überraschen. Squeezy ist ein neues Item. Jetzt überhaupt die Version 1.333. Ob sie mit den dreien übertrieben haben, weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch einfach nur zum Spaß. Oh ja. Oh, da stehe ich doch drauf. Ja, das ist geil. Ja, geil. 5 Schlüssel, das wird erstmal reichen. Da haben wir die Dead Sea Scroll. Ich heb mir die auf, weil ich möchte das anarchistische Kochbuch sowohl aufladen als auch einmal losschießen. Die Frage ist eben erstens noch wo. Und ob ich dann die Dead Sea Scroll benutze, also behalte. Das weiß ich nicht. Hier haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen was Feuer. Das kann man ja ausschalten im frühen Teil des Spiels, damit man eventuell noch was bekommt. Was haben wir denn hier? Eine Kiste, da wird nicht viel drin sein. Einfach mal weitergehen. Ist ja nicht so tragisch, wenn man die Kiste jetzt nicht mitnimmt. So, Bomben haben wir noch keine.
Deswegen wäre das anschließend Kochbuch eigentlich ganz cool. Jedoch bringt die Dead Sea Scroll eventuell mehr. Die Betonung liegt auf eventuell. Pilz, Bombsaki. Ah, jetzt haben wir Bomben. Hier würde ich dann noch gern gleich das anschließende Kochbuch anwenden. Oder hier. Ja, hier ist ganz gut. Ja. Das war schön. Blaues Herz, zwei Münzen. Sieht nicht so aus, als würde Kane uns alles ermöglichen. Nein. So sieht es leider nicht aus. Kane hat auch wenig Leben, deswegen Devil Room wäre vielleicht ganz lustig, aber mehr auch nicht. Was diese Kiste hier angeht, die würde ich mir dann doch jetzt mitholen, da wir jetzt keinen Schlüssel haben. Pilz hier and ate them. Oh ja, das mit den Augen und das mit dem Mund and ate them, das ist so der Duh-Blick. Die Dead Sea Scrolls bewusst noch nicht benutzt. Ah, Mann. Die hebe ich mir für den Boss auf. Weil man nie weiß, wer dahinter steckt. Diese Duh-Pille, diese And Ate Them, genauso wie Puberty, bringt nichts außer dem Aussehen. Und wir haben hier Famine. Oh ja, ich bin großer Fan von Famine. Monsters Doof. Monstro erscheint. Hat gar nichts gemacht. Sauber. Woran es liegt, dass er nichts gebracht hat, weiß ich nicht. Aber naja. Dum, da, dum, da, dum. So, Famine ist nicht so schwer. Manchmal kommt man sich schon ein bisschen veräppelt vor, wenn eben zum Beispiel, wie jetzt vorhin bei einem Charge, sowas Doofes passiert. Und das ist der Devil Room. Wir haben leider nur zwei Herzen. Das wäre womöglich Selbstmord. Ich habe es immer nicht ausprobiert, könnte ich mal tun, so im Namen der Wissenschaft. Aber nee. Okay. Einfach mal weitermachen. So, als nächstes The Caves. Und wir springen. So. So. Die Caves 1 wird zu den Katakomben 1 und. Uhu-pau. Hier haben wir Bomben, aber wir brauchen Schlüssel. Ist ja perfekt. Bomsaki, das war vielleicht nicht ganz so super. Ja. Und du bist. Schlüssel! Problem gelöst! Ja, geil! Ich würde gern den Itemraum noch ein bisschen aufheben. Ich weiß ja nicht, was drin ist. Aber naja. Aber hier noch ein Schlüssel drin. Nein, eine weitere Kiste. Super, eine Kiste in der Kiste und da ist ein blaues Herz. Hier könnte man die Dead Sea Scroll benutzen. Weil man weiß ja nie, was bei der Dead Sea Scroll rauskommt. Ich könnte aber auch im Prinzip durch den Itemraum was zum Fliegen bekommen. Oder irgendwie sowas. Das wäre auch super.
Dum 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 dum. So. Kein Problem für uns. Jetzt hätte ich schon wieder noch lieber einen Schlüssel. Ich bräuchte noch einen Schlüssel. Ein Schlüssel fehlt, dann könnten all unsere Probleme gelöst sein. Der Umbilical Cord. Ich nenne das aus irgendeinem Grund immer der Verdauungstrakt. Ein Secret Room. Das ist so ein Special Secret Room oder so. Ich weiß es nicht. So viele habe ich davon noch nicht gesehen. Wobei mich interessieren wird, wo der Secret Room ist. Naja. Blaues Herz. Mann, wieso? Das ist nicht cool. Das ist gar nicht cool. Den Atemraum hole ich mir natürlich mit. Aber was ist, wenn The Stars deckt alles, glaube ich, auf. Könnte mir eigentlich noch was bringen? Nein! Perfekt in den Item Room, wo nur Moms Bra ist. Die wechseln wieder. Oh, ein Nickel. Nickelback. This is how you remind me. So. Katakomben, wir gucken dumm aus der Wäsche. Die Bibliothekmusik finde ich super. Mit Dead Scrolls eigentlich benutzt. Ach ja, damit haben wir ja die Stars bekommen. Schön. Mein Problem ist jetzt eben, jetzt hätte ich gern zwei Schlüssel. Hier sind so viele Schlüssel und ich konnte keinen richtig holen. Und hier haben wir The Husk. The Husk, dann werden wir sofort das Code of Belial benutzen. Also der Husk ist im Prinzip nicht so stark. Kommt man mit klar? Gerade mit dem Code of Belial, welches sich natürlich sehr lohnt. Für uns bei diesem Kampf, um eben Fliegen und sonstiges mit einem Schlag niederzuringen. Breakfast, das ist auch gut. Oh, jetzt sieht Isaac so richtig schön diabolisch aus. Kane. Bleh. Entschuldigung. Jo. Ich würde jetzt gerne sowohl Item Room als auch Treasure Room. Also Shop und Itemraum hätte ich gern beides. So, das hier ist ein echt toller Raum. Danke dafür, meine Freunde. Spannung pur. Oh, gerade erwischt. Jetzt fehlt nur noch dieser Geselle hier. Der uns einfach nur ein bisschen das Kohle gibt. Das ist mehr oder minder gut.
Da. Die Küste, das ist schon etwas anders. Oh, Schlüssel. Wenigstens einer. Gebe mir das, was ich am meisten begehre. Ein Schlüssel. Schön. Oh, da hat uns, wie heißt es? Der Cube of Meat in den Hintern gerettet. Und finde ich nicht cool. Finde ich nicht so cool. Oh, den finde ich auch nicht so cool. Dich auch nicht. Und dich erst. Oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott. Ah, jetzt haben wir Platz. So. Ich will ehrlich gesagt gar nicht. Oh, perfekt. Ah, jetzt wäre noch ein Schlüssel ganz super. Ein Schlüssel fehlt uns noch. Ein Schlüssel fehlt noch. So, diese netten Gesellen sind ja diese Schweigsamen, die sich, sich reinfressen und dann explodieren. Und wir haben zwei Schlüssel. Es reicht gerade für den Shop, sowohl auch für den Tresorraum, sag ich mal. Das ist super. Das trifft sich gerade jetzt sehr gut, da ich locker in beiden was gebrauchen könnte. Und da ist der dritte Schlüssel, da haben wir schon mal für den nächsten Stock vorgesorgt. Hier haben wir Kamikaze. Kamikaze ist doof. Wir behalten das Buch von Belial.